So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir wieder zu einem MMA-Kampf. 91 Kilo. Die Jungs sehen ja auch ein bisschen kräftiger aus. Da geht es gleich auch zur Sache. Wir haben in der Rotte-Ecke den Lukas Bürgeholz von Rudelsport MMA. Und in der blauen Ecke Joel Steenhoff von UFD Gym. Joel macht ein bisschen Druck. Die rocke Ecke vorne von Lukas mehr ein Jab. Der über den Jab in den Kampf reinkommt. Da sieht man, wenn er den rausschmeißt. Oh, schöner High-Kick. War Weckungstreffer. Das war's. Der Kampf wurde abgebrochen. Joel hat es geschafft. War eine kurze Sache. Kurzschluss. Kurz und schmerzlos. Wie man schön sagt. Aber mein Kollege, der mir gesagt hat, das wird eine schnelle Nummer. Gut gesehen wurde. Alles klar, meine Damen und Herren, das war tatsächlich zu schnell für meinen Geschmack. Ja, Joel freut sich über den vorzeitigen Sieg. Dementsprechend winkt ihn auch die Prämie. Was ist denn da noch das? Was soll das denn tun? Die Lady in Blau kommt.